Hallo Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Wir haben schon alles zusammengepackt, stehen immer noch auf dem Showground in Jinjin und werden jetzt losfahren in Richtung eines coolen Nationalparks. Gleich sind wir da und als Zwischenverpflegung schön Annika und setzen ein paar Brote mit dem letzten bisschen von dem geilen Cinnamon Cutler Spread, der auch schon wieder stark gelitten hat. Das ist so geil. Ja, es ist so geil, auf jeden Fall. Und gleich sind wir im Nationalpark. Das ist unser erster Drive-Thru-Nationalpark. Und hier hat es mal gebrannt. Strand, wir kommen. Übelst geiles Wetter, übelst geiler Strand. Meine Haare stehen auf übelste Art und Weise ab, aber das ist mir egal. Wir chillen jetzt hier ein bisschen. Wir fahren gerade durch ein Dörfchen, das heißt 1770, aber auf Englisch, also 1770. Und die Straße führt direkt am Meer entlang. Und es sieht einfach so krass geil aus. Warum heißt das denn 77? 1770. Ja. Weil der Thomas Cook hat das 1770, ist der hier gelandet. Echt? Dann hat er gesagt, so, Männer, wir saufen jetzt erstmal ordentlich ein. Dann haben sie sich ordentlich besoffen, dann haben sie sich gefragt, wie nennen wir denn die Stadt jetzt hier? Und dann hat einer spaßeshalber gesagt, ja, wir haben doch 1770, dann lass das doch so nennen. Und das war dann halt so eine Zeit lang der Running Gag und irgendwann ist das dann geblieben. Das heißt, das Dorf hier halt 1770. Cool, dann will ich auch mal ein Dorf entdecken, dann nenne ich das 2016. Ah, wir haben noch 2015. Das dauert ja, bis ich ein Jahr entdecke, ein Land entdecke. Oh Mann, Leute, wieder völligen Quatsch erzählt hier. Es war gar nicht Thomas Cook, es war James Cook und die ursprüngliche Geschichte ist bestimmt auch eine völlig andere. Aber hey, habe ich gut gelogen, oder? Hast du mir doch wirklich abgekauft. So, dann gehen wir nochmal hier ans Meer. Holy shit, ist das eine Aussicht hier. Alter Falter. Übel geil. Geil, 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 geile Aussicht. Hey, das ist so eine geile Aussicht. Dieses Land ist generell so geil. Ich wünschte, ich könnte hier für lange, lange Zeit bleiben, ohne arbeiten zu müssen. Ach Leute, aber bald ist wirklich nochmal Zeit für Arbeit, habe ich das Gefühl. Ich will nicht. Annika, die neue Australien-Rennfahrerin. Jetzt kann ich mich mal entspannt zurücklegen. Ich finde das Navi in Australien immer wieder so geil. Es sagt, yo, fahr jetzt 46 Kilometer diese Straße lang, dann biegst du ab. Und dann sagt es, fahr jetzt nochmal 40 Kilometer diese Straße lang. Ich glaube, der einzige Ort, wo das in Deutschland das machen würde, wäre auf der Autobahn. Puh, wenn
der Fahrt mein T-Shirt durchgeschwitzt, erstmal gewechselt und ja, der Magen knurrt. Ja, der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt, wo wir hier sind. Na? Oh. Bei der besten Pizza der Welt. Oh, geil, Dominos. Das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lass doch mal einen Kommentar da. Ansonsten wie immer eine Bewertung abgeben mit einem Däumchen nach oben. Das wäre super cool. Oder ein Däumchen nach unten, wenn es dir halt einfach nicht gefallen hat, das Video. Daher noch was in eigener Sache. Ein Freund von mir, der hatte einen Autounfall. Dem möchte ich an dieser Stelle nochmal gute Besserung wünschen. Also Patrick, werd wieder gesund. Toi, toi, toi. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt mit der Versicherung. Und ja, weiß Bescheid, ne? Also Leute, bis morgen mit dem nächsten Video. Ciao.